Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dabei, Digga, Isaac, Weapon Tales, beziehungsweise die erste Folge. Ja, wir spielen endlich mal wieder Isaac. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt endlich doch mal geholt, also das DLC, nachdem ich das ja angefragt hatte bei Keymailer, aber der gute Edmund meinte, nee, du kriegst kein Key von mir, obwohl du 1000 Stunden in diesem Spiel hast und da auch 8 Milliarden Folgen aufgenommen hast für YouTube. Egal. So, wir sehen schon, wir haben da links, wenn man da oben mal guckt, da fehlen jetzt ein paar Sachen. Also ich hatte davor ja alles freigeschaltet mit jedem Charakter, aber jetzt fehlt das, deswegen muss ich mit jedem Charakter nochmal da durchgehen. Und wir sehen, wir können neue Charaktere freischalten, zum Beispiel den Jacob und die Bethany. Heute probieren wir den Jacob tatsächlich freizuschalten. Der hat auch noch seinen Bruder dabei, den Esau. Den Esau hat er auch dabei. Und dafür muss man in die neuen Gebiete reingehen. Und mein Spiel hängt super. Wenn es jetzt wieder... Ah, ne, jetzt ging's. Okay, keine Ahnung. Er hat eben noch mal ein paar Mods geupdatet. Vielleicht hat das ja was gebracht. Anscheinend hat's was gebracht. Einmal abstürzen ist bei dem Spiel ja noch okay. Aber ich musste ein paar Mods drinne haben. Oh Gott, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ja, einmal abstürzen ist okay. Ich musste aber machen, dass zum Beispiel die Shopkeeper alle süß und knuddelig sind. Also er hier jetzt nicht, aber diese kleinen Shopkeeper, die von einem Geld haben wollen. Okay, warte mal, wir sind Isaac, ne? Das heißt, wir können Items neu reholen und das war's dann soweit auch. Und sonst ist er, oh, eigentlich ganz normal. Er hat 3 Leben. Ich glaube, jetzt haben wir schon ein Leben verloren, weil ja Bombe war. Und Leute, wir müssen jetzt nochmal aufpassen. Also im ersten Part werde ich nochmal permanent reden und so. Und das wahrscheinlich nicht viel schneiden, wenn überhaupt schneiden. Aber in den nächsten Parts, wo ich dann schon mehreres kenne und ihr ja dann auch schon den Anfangsraum kennt und bla bla bla, werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen schneller durchgehen und das auch schneiden, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, so 40 Minuten am Stück zu reden, was man ja bei Isaac leider machen muss. Da habe ich keine Lust zu. Also müssen wir mal gucken. Ihr könnt mir dann auch Kommentare da lassen, wie ihr das besser findet, ob ich oder wie ich dann schneiden soll. Da werdet ihr bestimmt ein paar Tipps haben. Und ja, gucken wir einfach mal, wie das abgeht. Aber ich hatte ja, das war ja auch der Grund, warum ich mit Isaac aufgehört hatte. Nicht, weil ich das schon so viel gespielt hatte, also vielleicht auch. Aber ich habe es aufgehört, weil ich andauernd so ein komisches Kribbeln hatte. Immer am Ende von Isaac, weil ich halt so viel labern musste und dann irgendwas aus meinen Fingern saugen musste, was ich reden kann. Wo ich halt gar keine Ahnung hatte, Leute. Und das ist nicht gut für mein Brain und auch nicht für meinen Körper anscheinend. Also mein Körper hat da richtig eine Abwehrreaktion gezeigt. Das war nicht gut. So. Jetzt lass mal gucken. Hatten wir schon den goldenen Raum? Nein. Okay, wir suchen den goldenen Raum. Das kann ich zum Beispiel wegschneiden. Da ist ja der goldene Raum. Mit Steven ist das, glaube ich, ne? Also, oder der Psychic Friend. Little Steven, genau. Der schießt mit einem mit. Den kenne ich doch auch noch. Und hier haben wir so einen netten kleinen Typen. Der will Bomben von uns. Ach stimmt, es gibt ja auch noch Geheimräume. Wir müssen Geheimräume finden, Leute. Der könnte zum Beispiel hier sein. Lass einfach mal gucken. Gleich am Startraum. Nee, toll. Eine Bombe schon mal verschwendet, vergeudet und verschwendet. Wie kannst du es wagen, Dizzy? Ah, by the way, ich habe jetzt auch ein VTuber, also diesen kleinen Fuck oder das Wolf hier, habe ich mir gemacht, Leute. Guck, und der redet, wenn ich rede. Ist das nicht super toll? Wie findet ihr den? Ich habe den selbst gemacht und auch selbst programmiert und selbst angepasst. Und ich weiß jetzt, wie Live2D funktioniert. Und ich finde das alles sehr, sehr toll. Lasst mich mal wissen, wie ihr das findet. Auch ob der Facecam-Rahmen sozusagen... Oh Gott, ich glaube, ich habe nur noch ein halbes Leben. Ob der so okay ist oder ob ich da was ändern soll. Vielleicht ist der zu groß, vielleicht ist der zu klein. Vielleicht ist der Hintergrund ein bisschen zu... Oh Mann. Zu saturiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, ich finde das doof. Ist das schon ein neuer Gegner? Kenne ich den? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den kenne. Ich glaube, das ist ein neuer Gegner und deswegen verkacke ich jetzt richtig gegen den. Warum ist denn das kein Monstro? Sonst ist im ersten Raum noch immer Monstro oder Pin. Jetzt ist hier einfach so eine nette kleine Fliege, die mich aber anspucken möchte. Okay, wir haben zumindest den ersten Boss überlebt. Ist das nicht super toll? Wir haben auch nur ein paar Leben verloren. Das ist eine neue Tür. Was ist das denn für eine Tür? Oh, warte. Also da sind jetzt Leben drin, ne? In dieser Box. Leben könnten wir gebrauchen, aber ich... Rerolls war wahrscheinlich nicht so gut. Range Up. Was ist... Oh, danke. Hat Steven uns gerade ein Herz gegeben? Du bist ein richtig netter Steven. Du bist ein richtig netter Steven. Hier ist auf jeden Fall eine neue Tür. Die uns eventuell woanders hinführt. Ja, okay, wir gehen mal in die Kanalisation. Ich weiß nicht so ganz genau, ob uns das was bringt, aber wir gucken mal. Downpour XL. Oh, XL vor allem. Okay, also das ist eine große, das ist auch eine neue Ebene. Und ich habe mir schon rausgesucht, ja, ich habe ein bisschen gecheckt, Leute, beziehungsweise ich habe bei... Ah, hier ist dieser komische Spiegel. Ich habe beim Nerozut zugeguckt. Der hat nämlich auch Jacob und Esau freigeschaltet. Da habe ich mal in den Stream geguckt und da hat er das gemacht. LOL! Hey, hier sind unsichtbare Gegner! Guck mal, die sieht man nur durch die Spiegelung im Wasser. Das ist ja richtig gemein.
Okay, lol. Auf jeden Fall müssen wir hier sein, damit wir Jakob und Esau irgendwie befreien können. Und, Omin, das ist ja richtig der Brainfuck, dass man sich selber sieht. Okay, ich nehme das Ding hier mit. Knockout Drops. Okay, ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Ist dieser Stein auch neu? Tut man sich weh, wenn man dagegen läuft? Wahrscheinlich. Ich lasse es mal lieber bleiben. Auf jeden Fall müssen wir in dieser Ebene gegen irgendeine blaue Flamme laufen, soweit ich das weiß. Und dann werden wir zu The Lost. Und mit The Lost müssen wir durch diesen Spiegel, den wir da eben gesehen haben. Die sind auch neu. Guck mal. Hä, die sehen voll knuffig aus. Und Mini-Leashes. Oh, das ist ja süß. Guck mal, hier sind die doch gar nicht ganz ausgewachsen. Toll, toll, toll. Das gefällt mir alles. Wäre das doch die Java-Version von Isaac, dann würde diese Ebene mit diesem ganzen Wasser und so meinen ganzen Rechner zur Weißglut bringen, I guess. Vergiss mal nicht, ist eigentlich ein richtig gutes Item. Wir nehmen mal das Nordleaf, jetzt können wir uns einfach... War das? Ja, genau. Wir können uns einfach hinstellen und dann kriegen wir keinen Damage mehr und wir haben einen süßen kleinen Schwanz bekommen. Wir sehen zwar nicht so süß aus, weil wir ein bisschen böse gucken, aber eigentlich... Die sind auch neu, die werfen einfach Sachen auf mich, ihr geil, werft alles. Oh mein Gott, aber dieses Spiel ist voll witzig. So, wir müssen auf jeden Fall irgendeine blaue Flamme finden. Ich weiß nicht, ob diese blaue Flamme irgendwie anders aussieht, gegen die wir gegenlaufen müssen. Und die wird wahrscheinlich auch Leben uns abziehen, deswegen wäre das jetzt nicht so toll, wenn wir gleich gar keine Leben mehr hätten. So ein, zwei rote Herzen wäre ganz toll. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir, um Jakob und Esau freizuschalten, das Spiel beenden müssen. Also, dass wir den letzten Boss besiegen müssen, der dann hier in dieser neuen Ebene kommt. Von dem her wäre das toll, wenn wir bis dahin kommen könnten. Aber das ist ja... Wow, 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 chill, okay? Okay, chill, danke. Oh, ich glaube, das ist voll cringe mit dem VTuber-Avatar, den ich hier habe. Oh, na? Die kennt man aber doch auch, oder? Das ist... Aua, das ist aus einem anderen Edmund McMillan-Spiel. Die nehmen einfach alles! Die nehmen einfach alles! Die nehmen sogar die Steine! Was ist denn bei euch kaputt? Das ist dieser Spewer. Den gab's da auch. Hier ist ein Knopf. Ach stimmt, man muss beide Knöpfe drücken, ne? Ich glaube, es gibt zwei Knöpfe in dieser Ebene. Oder doch nur eins? Hey, jetzt bin ich verwirrt. Kann man das TNT-Fass... Oh, man kann das TNT-Fass mitnehmen. Ja, geil, geh mal da hin und dann machen wir dich einmal kaputt, ohne zu sterben, hoffentlich. Da war leider nichts drin. Ich hätte aber trotzdem gerne die Chance auf ein blaues Herz, bitte. Oh, scheiße. Okay, wir müssen einmal kurz in den Shop gehen, weil ich habe gar keine Leben mehr. In der Hoffnung, dass da Leben drin sind. PhD ist hier, aber das bringt uns natürlich gar nichts. Was bist du denn? Hierophant, ihr seht das jetzt nicht. Also ihr seht das nur so halb da unter mir. Auf jeden Fall, Hierophant, das ist perfekt. Oh, danke, 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 danke. Das ist auf jeden Fall auch ein neuer Boss. Stimmt, wir haben sogar zwei Bosse. Okay, also wenn wir die auslassen würden, wäre natürlich richtig blöd. Das wird uns richtig viele Items kosten. Okay, der kann ja mal gar nichts. So einen ähnlichen Boss kennt man, glaube ich, auch. Aber es ist nicht derselbe Boss. Der ist ein bisschen abgewandelt, aber der ist ein bisschen wie... Dieser Lord of the Flies, nicht wahr? Nur halt, dass er diese Leashes macht. Okay, das ist neu. Das kann der Lord of the Flies nicht. Das kann der Lord of the Flies nicht. Okay, okay. Habt ihr gesehen, was der für ein Moustache hatte? Der hatte so einen kleinen Moustache. Richtig knuffig. Hier Tiersab, genau. Schneller schießen. Finde ich gut. Nehmen wir. Der ist auch neu. Oh, wir sehen so viele neue Sachen. Okay, das ist eine Art Pin. Ich finde unser Item so cool. Mit diesem Geräusch. Immer dieses. Punch out. Los, punch ihn weg. Wann kommt das? Ist das zufällig wahrscheinlich? Ja, ist einfach zufällig. Ach, cool. Kann der noch? Aua! Okay, okay. Chill mal. Ich weiß, du bist eine Art Pin, aber du bist ja ganz gemeiner. Oh Gott, er kann... Oh Gott, was macht der denn? Ich habe ein bisschen Angst. Ich verliere auch richtig viele Leben. Ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht in dem ersten Raum gleich gestorben bin. Okay, das ist jetzt aber ein doofes Item, oder? Ich glaube, das hat nur Range Up gemacht. Das machen wir mal neu. Kriegen Tears Up dafür. Das ist sehr gut. Und wir brauchen zwei Bomben, um da links reinzugehen. Ist das wichtig, um Esau und Jakob zu bekommen? Kann gut sein. Wo kriegen wir denn jetzt eine Bombe her? Und vor allem, wofür war dieser Knopf? Und die andere Frage, wo ist der zweite Knopf? Also Leute, die Sache ist halt, wir müssen in diesen komischen Spiegel hier rein. Das kann man nur machen als The Lost. Und um The Lost zu werden, muss man, glaube ich, in dieser Ebene gegen ein blaues Feuer laufen. Jetzt ist die Frage, ob es egal ist, welches blaue Feuer. Oder ob das ein spezielles sein muss. Und... Oh, oh mein Gott, wir kriegen einfach Gabi. Are you serious? Wir kriegen Gabis Head. Und noch ein richtig, naja, so ein halb gutes Trinket. Mega gut. Okay, wir lassen den Dice hier. I don't care. Ich finde diesen Kopf einfach richtig cool.
Und dann müssen wir mal gegen eine blaue Flamme gegenlaufen. Beziehungsweise wir nehmen auch hier die Kiste mit. Okay, dankeschön. Leider keine Bombe. Wir brauchen halt auch noch eine zweite Bombe. Das wäre auch richtig toll. Gut, dann laufen wir einfach mal gegen die erstbeste blaue Flamme. Hat funktioniert. Wir sind jetzt lost. Heißt, leider auch, wir sterben, wenn wir einmal getroffen werden. Aber wir haben, glaube ich, alle Perks, die auch Lost hat. Ja, genau, wir können fliegen, wir können durch Sachen durchschießen. Wir sind jetzt quasi einfach so Lost. Das ist doch chillig, oder? Das ist doch richtig chillig. Also ist das egal, gegen was für eine blaue Flamme man gegenläuft. Man muss einfach nur gegen eine blaue Flamme gegenlaufen. Und als geiler Lost können wir jetzt durch diesen Spiegel durch und landen in der Spiegelwelt. Eld. Das kann jetzt natürlich richtig schnell enden. Oh, stimmt, das ist aber ja eine XL-Ebene. Und deswegen haben wir hier auch zwei Items, I guess. Okay, ich hab halt mega Angst vor neuen Gegnern, die mich irgendwie treffen, aber hier ist gar nichts. Oh mein Gott, ist das einfach... Das ist einfach die alte Welt gespiegelt, ne? In der Spiegelwelt kann ich jetzt mal diese Augen nehmen, die passt vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß nicht ganz genau, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir müssen irgendwie einen Messerteil finden. Die Augen sind richtig scary bei dem Avatar. Genau, und dann wird hier... Man kriegt ja doch Items! Hä? Ach, das ist es schon. Ja, das ist das... Schlüsselstück. Jetzt die Sache, muss ich in dieser Welt die Bosse besiegen und dann weitergehen? Oder muss ich... Oh nein, hier sind diese komischen Viecher. Oder muss ich in der normalen Welt das machen? Das sind Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte. Ach, guck mal, jetzt ist aber auch eine Sache. Wir haben mit zwei Bomben. Wir haben zwei Bomben und das Schlüsselstück. Oder nicht das Schlüsselstück. Schlüsselstück war für wen anders. Nee. Okay, wir gehen jetzt hier wieder raus, weil... Wir können jetzt in der normalen Welt... Achtet auf meine Augen. Achtet. Hui, wieder normale Augen, weil wir in der normalen Welt sind. Wow, diese Effekte. So, aber mit zwei Bomben kommen wir halt hier rein, I guess. Ja, Nummer 1, Nummer 2. Ich weiß nicht, ob wir da hin müssen, aber sieht doch eigentlich ganz cool aus. Das sieht aus wie eine Mine. Wollen wir in die Minen? Bringt uns das was? Also wir haben es jetzt schon aufgemacht. Wir gehen da so oder so hin. Ah... Ist die Frage, ob das was bringt. Ja, komm, let's go. Was soll schon Schlimmes passieren? Die Minen 1. Ah, doch. Ich glaube, die Mine ist richtig. Hier müssen wir jetzt noch ein zweites. Oh, nee. Wie viele Leben hatte ich? 1,5, ne? Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes oder ein ganzes verloren. Ich weiß nicht, ob der ein ganzes Leben abzieht. Vor allem war das ja nur sein kleines Wesen. Vielleicht hat das weniger Damage gemacht. Okay, das war knapp. Ich glaube, wir haben nur noch ein Leben. Das heißt, wenn wir einmal getroffen werden, sind wir einfach Rieb. Ich will bitte nicht Rieb sein. Oh, da ein Leben. Dankeschön. Nimm ich das Ding mit? Bringt mir das? Ich weiß nicht, was die Tatze brachte. Shit, ich weiß nicht, was die Tatze brachte. Ich glaube, die war gut, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die hat mehr Trinkets gebracht, ne? Aber ich glaube, ich mag mein Trinket. Ich weiß auch nicht, was mein Trinket gerade macht. Dafür habe ich zu lange nicht gespielt. Lol, hier gibt es einfach Loren mit irgendwelchen abgefuckten Gegnern. Wo ist euer Kopf hin, Leute? Wo ist euer Kopf hin? Lauft doch nicht so kopflos durch die Gegend. Ich glaube, das ist nicht gut, Leute. Okay, die Lava darf ich höchstwahrscheinlich nicht rein. Der Raum gefällt mir nicht. Nee, dann den lassen wir in Ruhe. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen hier irgendwie das zweite Messerstück finden. Fuck, wie viele Leben habe ich jetzt noch? Ich glaube, wieder nur ein halbes. Mir geht's nicht gut. Bitte. Oh, was ist das? Hey, guck mal. Hä? Hab ich gesehen? Da waren einfach so Lavasteine oder so. Locker verliert man Leben, wenn man dagegen läuft. Okay, interessant. Ah, überall neue Gegner. Es gibt nur... Ja, das war so klar, dass ich sterben würde. Okay, das war ja gar nichts. Okay, Leute, das war jetzt nur zum Reinkommen. Für eine normale Folge langt das, wie gesagt, auch eigentlich. Ich habe keine Lust, so viel zu reden. Jetzt hat er mich wieder nicht getrackt. Das ist echt doof, wenn er mich nicht trackt. Ihr müsst mir mal sagen, wie ihr das jetzt hier mit diesem Avatar findet, der mich schon wieder nicht trackt. Was ist los hier? Was ist denn los da? Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme passiert. Und ab der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr schneiden. Dass wir hier schneller durchkommen und ich nicht so viel reden muss und ihr mehr mitbekommt, weil ihr würdet sowieso nur vorspulen, nicht wahr? Ja. Gut, dann würde ich sagen, was ist das mit dieser Einführungsrunde? Wir haben leider nichts wirklich freigeschaltet, wir haben aber viele neue Sachen gesehen und wissen mehr oder weniger, was wir zumindest machen müssen. Sehen wir uns dann aber beim nächsten Mal an. Hoffentlich regelmäßiger als jetzt die letzte Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Desi.